Okay, jetzt habe ich ganz viel über Browser geredet und nicht einen Namen genannt. Ja, hier von der Unicode-Seite habe ich mal, um die Interpretation darzustellen, die Browser, diese Interpretationsmacht, die die Browser haben, um das mal darzustellen, habe ich so ein Element, so eine Seite geladen. Ja, also, ich habe ja schon gesagt, hey, wenn es keine Informationen in der CSS-Datei oder auf der HTML-Seite gibt, wie genau ein Element dargestellt werden soll, dann entscheidet der Browser das. Also wenn ich gar keine Anweisungen gebe, dann macht der Browser alles alleine. Aber wenn ich irgendwo Anweisungen auslasse, dann füllt der Browser quasi diese fehlende Information durch seine eigene aus. Und das führt dazu, dass von Browser zu Browser Webseiten ganz unterschiedlich aussehen können. Ein schönes Beispiel sind Emojis. Ja, also wie gesagt, ich habe HTML und CSS, oh, damit beschäftigen wir uns nachher noch, und UTF-8. Obwohl, schauen wir uns das nochmal an. Also ich habe HTML, ja, und CSS, um eine Seite zu gestalten. Und ich habe gesagt, das sind kaskadierende Style-Sheets, ja, also das sind kaskadierende Bögen, also das sind Bögen mit Informationen zum Stil einer Webseite. Und jetzt kommt es häufig vor, dass ich oben irgendwo eine Anweisung setze beim CMS-Code, die weitere Unteranweisungen grundsätzlich mit sich führt. Zum Beispiel, ich sage, irgendetwas soll, was nehme ich denn da? Zum Beispiel, ich sage, etwas soll ein Link sein. Was passiert dann? Jedes Element, das als Link markiert wird, bekommt blaue Farbe und wird unterstrichen. Und sobald es angeklickt wurde, ist die Farbe lila. Und jetzt sage ich aber, hey, wenn das angeklickt wurde, soll die Farbe rot sein. Wenn es aber noch nicht angeklickt wurde, ist die Farbe immer noch blau. Und dann habe ich irgendwann, dann muss ich daran halt auch denken, diese Farbe zu ändern, wenn ich die anders haben will. Und wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo ich sage, okay, ich habe hier einzelne Kästchen untereinander und in den Kästchen sollen verschiedene Informationen sein und das eine Kästchen soll so und so viel Abstand zum nächsten Kästchen haben, dann habe ich vielleicht nicht geändert, wie viel der Abstand vor dem einen Kästchen sein soll. Und wenn dann die Seite breiter dargestellt wird, dann sehen die Kästchen komisch aus, ja, und dann gucke ich, woran könnte das liegen, und dann ändere ich den Abstand davor, aber dann gibt es noch einen Abstand darunter und einen Abstand nach oben, und dann gibt es einen inneren Abstand und einen äußeren Abstand und eine innere Grenze und eine äußere Grenze, und dann wird es echt wild. Und deswegen gibt es dieses schöne GIF hier, das ich eventuell irgendwann rausnehmen muss. Aber es symbolisiert so schön für jeden, der mit CSS-Dateien schon mal gearbeitet hat. Man schiebt hier irgendwo ein Stellrädchen um und dann ändert sich irgendwas an der Webseite. Und dann schiebt man hier das Stellrädchen wieder gerade, damit da oben auch alles richtig angezeigt wird. Und dann wird hier was falsch angezeigt. Und es ist egal, wie man es macht. Es ist immer noch schlimmer, weil etwas anderes nicht funktioniert. Genau. Aber davon ab. Was noch Interpretation erlaubt, sind die UTF-8-Zeichen. Ja, und dazu gehören die Emojis. Wir hatten ja schon über Buchstaben als Datenformat quasi gesprochen. Und die Browser interpretieren die Buchstaben durchaus unterschiedlich und die Zeichen, die so aufkommen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel das hier nehmen, Loving Couple in UTF-8, ist das sozusagen das Standardsymbol, dann sagen Hersteller oft, naja gut, das finden wir jetzt nicht so schön und es passt vor allen Dingen auch nicht zum Design von unserem Betriebssystem oder zum Design von unserem Chatprogramm, und da brauchen wir was anderes mit Wiedererkennungswert und das auch so zu unserer Farbwahl und zu unseren Designs passt. Also manche Browser sind oder manche Chatprogramme zum Beispiel sind ja so comicartig unterwegs, die ihr werdet das auch gleich sehen, ja, also wenn wir zum Beispiel irgendwie uns WhatsApp angucken, ist das eher so comicartig, so mit Schattierungen und bunten Farben. Und wenn wir uns so Microsoft-Formatierungen angucken, das ist eher so einfarbig bis zweifarbig, also Hintergrundfarbe und Farbe des Icons, und eher so schematisch. Ja, wenn wir uns das jetzt mal so angucken, na, da haben wir Microsoft hier unten, Loving Couple, sehr schematisch. Na, und dann haben wir Apple richtig mit Schattierungen, und wir haben hier Twitter dann ohne Schattierung. Das ist auch eine ältere Codierung, aber müsste noch ungefähr hinkommen. Und wir sehen, die sind auch sehr unterschiedlich von der Gestaltung. Ja, also wenn man hier das Herz übersieht, könnte es glatt sein, dass das Toilettenzeichen sind quasi. Schwer zu erkennen quasi. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier so eher so Smileys.
Und dadurch kann es dann sein, dass Zeichen sehr schnell völlig unterschiedlich aussehen. Genau. Aber am Ende kommt immer sowas raus. Ja, also ich hab hier oben quasi im HTML-Text steht da oben, hey, es gibt hier oben so eine Kopfzeile und es gibt hier oben so eine Kopfzeile und die soll zwei Menüs enthalten, eins ganz rechts, eins ganz links und dann haben wir hier ein Bildchen, ich gehe mal ein Stück weiter rüber, um das zu zeigen, ja, dann haben wir ein Bildchen, das das Logo darstellt und dann haben wir hier nochmal ein Menü und das Menü, das ist wieder einfach nur eine Liste, wo aber die Nummerierung oder die Bullet Points rausgenommen wurden, ne? Also eine Ordered List, OL, hat Nummern und eine Unordered List, UL, hat Bullet Points. Aber man kann alles Mögliche dahin laden, wenn man möchte. Und dann wird in der CSS-Datei noch eingestellt, okay, hier soll der Hauptteil enden und dann soll es eine Sidebar geben und dieser Sidebar, der soll Werbung enthalten. Und jetzt ist es so, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo die Leute die Werbung anbieten und die Leute die Werbung zeigen, jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust haben, ständig die Webseite von Hand umzutippen, wenn neue Werbung dahin soll. Und dann wird es so gemacht, dass man sagt, hey, lieber Werbetreiber, lieber Werbeanbieter quasi, ich habe hier so eine Webseite und ich habe hier auf dieser Seite so ein Sidebar, so ein Banner und da kann Werbung hin. Ich setze in meinem Browser die Information, dass hier ein Bild geladen werden soll und dieses Bild, das stellst du bitte zur Verfügung. Ich setze einfach nur einen Link auf deine Seite und du sorgst dafür, dass hinter diesem Link dann eben das Bild ist, das dahin soll. Ich sage dir noch, wie groß das sein kann und ob ich mehrere Bilder brauche für verschiedene Ansichten. Es gibt so eine Handy-Ansicht und eine Tablet-Ansicht und eine Browser-Ansicht, ja. Und dann sage ich, du sollst mehrere zur Verfügung stellen und je nachdem, welches Gerät gerade auf meine Seite zugreift, lade ich das entsprechende Bild. Und dann irgendwann hat man gesehen, okay, das läuft schon ganz schön automatisch. Jetzt könnten wir eigentlich, je nachdem, was auf dieser Seite angezeigt wird, ja, sind das Wirtschaftsnachrichten oder sind das Autonews oder sind das vielleicht so Feuilleton? Ja, und bei Feuilleton möchte ich vielleicht, dass da jetzt nicht unbedingt die Werbung für irgendwie einen Stock Exchange Anbieter kommt, ja, sondern ich möchte, dass bei Feuilleton vielleicht Werbung für Theater ist. Und für teure Limousinen. Aber die teuren Limousinen kann auch bei dem Autoteil gezeigt werden und eigentlich auch bei dem Wirtschaftsteil. Aber das Theater ist im Wirtschaftsteil nicht so gut davor. Und dann hat er immer gesagt, wisst ihr was, wenn ich jetzt rausfinden könnte, wie die einzelnen User so aussehen und was die so interessiert, könnte ich für jeden einzelnen Nutzer was anderes zeigen. Und darauf haben sich einige Werbeanbieter spezialisiert. Und die analysieren dann nicht nur sozusagen, welchen Inhalt diese Seite hat. Das wird oft auch mit dem Betreiber der Seite gemeinsam organisiert. Es wird gesagt, hey, welche Werbung würdest du akzeptieren, welche Werbung würdest du nicht akzeptieren. Da hätte ich zum Beispiel jemanden, der Benzin anbietet, der möchte vielleicht keine Werbung für Elektroautos auf seiner Seite haben. Und so kann man dann Übereinkünfte treffen, was gezeigt werden soll, was nicht gezeigt werden soll. Gibt es Sachen, die auf einer bestimmten Seite nicht gezeigt werden sollen und Sachen, die auf einer bestimmten Seite gezeigt werden können. Ja. Und da kann man dann gucken, dass man da keine großen Fehler macht, dass nicht auf einer Seite irgendwie ganz ungünstige Sachen gleichzeitig gezeigt werden. Ja, also jetzt mal so ganz plakativ gesprochen, dass es irgendwie zum Beispiel bei der Zeit jetzt einen Artikel gibt über Auschwitz-Überlebende und darunter taucht eine Werbung für ein Kriegsspiel aus dem Zweiten Weltkrieg auf, für ein Computerkriegsspiel quasi mit Thema Zweiter Weltkrieg. Das wäre ungünstig von der Kombination her und das wird üblicherweise auch vermieden. Ja, und so wird es dann halt automatisiert. Und diese Werbetreibenden, die haben sich jetzt darauf spezialisiert, nicht nur quasi Seite für Seite mit einem zugeschnittenen Werbeangebot zu versorgen, sondern automatisiert auch noch zu sagen, hey, für bestimmte Nutzergruppen machen wir bestimmte Werbung und für andere Nutzergruppen andere Werbung. Ja, also wenn jemand zwischen 12 und 17 ist und auf einer Computerspieleseite ist, dann bekommt er Fortnite angezeigt. Ja, oder muss ich jetzt drei andere Namen noch nennen? Oder PUBG. Oder League of Legends oder wie heißt das von Blizzard? Ich komme nicht drauf. Jedenfalls die. Und wenn jetzt aber eher jemand so, sagen wir mal, zwischen 50 und 70 ist und auf einer Feuilleton-Seite rumkurft, dann kriegt der halt Theaterwerbung angezeigt.
ganz plakativ gesprochen, ja, es gibt auch 17-Jährige, die sich für Theater interessieren, und es gibt mit Sicherheit ganz viele 50- bis 70-Jährige, die PUBG oder League of Legends oder was auch immer spielen. Ja, aber jetzt mal so plakativ gesprochen, um das so ein bisschen zu verbildlichen. Genau, und darauf haben die sich spezialisiert und die geben dann so spezifische Werbung raus. Und da man bei einem Browser auch so ein bisschen gucken kann, unten in der Beschreibung gibt es nachher noch ein paar Links, wo ihr das mal ausprobieren könnt, so ein bisschen, da man so einen Browser auch beobachten lassen kann, wo der Cursor sich so hinbewegt und wo drauf geklickt wird und wo man länger sozusagen verweilt, gibt es die Möglichkeit, Rückschlüsse zu ziehen, okay, welche Werbung wurde jetzt eher angesehen, über welche Werbung hat sich sogar der Cursor kurz bewegt, aber dann doch wieder zurück, oder wo wurde sogar geklickt. Ne? Und dann gibt es richtige Abrechnungsmodelle, wo jemand sagt, hey, wenn irgendjemand auf meine Seite kommt und deine Werbung anklickt, dann kriege ich für jeden einzelnen Klick ein paar Cent. Und die Werbetreibenden sagen, hey, ich sorge dafür, dass Leute mit einem bestimmten Interessenspektrum deine Werbung zu sehen bekommen. Und ich lasse mich quasi nicht nur für Werbung pro angezeigter Seite, also für quasi Eyeballs, ja, für Augäpfel, die auf deine Werbung gucken, bezahlen, sondern ich lasse mich für jeden Klick bezahlen. Und dann lasse ich mich nochmal extra bezahlen, vielleicht mit einem Prozentsatz, wenn jemand auf deine Seite kommt und einen Vertrag abschließt. Ja. Und so, dass jemand auf meine Seite kommt und einen Vertrag abschließt, das ist dann eine Conversion. Und dann wird pro Conversion, ja, pro Konvertierung eines Nutzers zu meinem Kunden, pro Umwandlung eines regulären Webseitenbesuchers in einen echten zahlenden Kunden, kann man auch zahlen. Und dann gibt es Webseiten, gibt es Werbetreibende, die spezialisieren sich so sehr darauf, dass wenn der 14- bis 17-Jährige oder die 14- bis 17-Jährige jetzt nicht mehr auf der Computerspiele-Seite, sondern auf einer anderen Seite ist, dann kriegen die das trotzdem spitz. Und wenn er dann auf einer Theaterseite ist, kriegt er trotzdem noch Fortnite-Werbung oder League of Legends-Werbung oder diese anderen PUBG oder Counter-Strike, was auch immer, ja, kriegt er dann angezeigt und die verfolgt ihn dann. Und ihr merkt das auch manchmal, ne? Also ihr klickt einmal irgendwo hin und plötzlich verfolgt euch eine Werbung über ganz viele verschiedene Webseiten. Genau, und das ist halt diese spezielle Leistung von diesen Werbetreibenden. Genau, was ihr hier noch seht, ist Werbung für eigenen Bedarf. Ne? Und das wird dann auf jeden Fall, oder wird sehr wahrscheinlich in der Regel hart gecodet. Da sagt die Zeit dann hier, ich habe Stellenmarkt, bitte kommt und bewerbt euch. Und ich glaube, es war sogar die Seite, wenn ihr euch den Quelltext anzeigen lasst, dann bekommt ihr konkret innerhalb des Codes auskommentiert, ne, eine Spitzklammer, Ausrufezeichen, zwei Bindestriche, liebe Coder, bewerbt euch bei uns, Bindestrich, Bindestrich, schließende Spitzklammer. Das sehen wir niemals bei der Darstellung der Webseite, aber wenn ein Coder, ein pfiffiger Coder auf den Quelltext der Seite kommt, dann sieht er das und ist damit auch gleich der richtige Kandidat. Ja, genau. Und dann gibt es hier so ein Element, da wird gesagt, hier so ein Bild hin und da soll ein Text mit einem Bild hin. Das sind dann so, die werden dann so in Boxen aufgeteilt. Ja, und die werden dann so in Boxen aufgeteilt und dann wird gesagt, hier eine Box mit Bild und Text zu einem Artikel, zweite Box mit Bild und Text zu einem Artikel. Und dann werden die Seiten als Ganzes noch gerastert. Ja, oft so ungefähr ein Zwölftel. Und wenn wir uns diese Seite angucken, dann hätten wir hier so ungefähr 4 Zwölftel und 8 Zwölftel. Also die Seite ist 8 Zwölftel der Bildschirmbreite und dann nochmal 4 Zwölftel der Bildschirmbreite für den Werbebanner. Und dann kann man auch einstellen, dass der Werbebanner mit nach unten scrollt, dass er genauso hoch ist wie die Bildschirmdarstellung und sich auch nicht verändert in der Position, wenn der andere Teil quasi beim Scrollen hochläuft. Und so hat man dann eine Seite gestaltet. Und zu der Frage, wie Werbetreibende euch verfolgen, später beim Thema Daten.